Hallo und herzlich willkommen zu einer heimtückischen Runde. Bisher war die Lage für mich ja ganz entspannt. Wenn die Drow-Dame aber erfährt, dass ihre Informationsquelle verschwunden ist, dann könnte die Stimmung kippen. Nein, ich habe nichts damit zu tun, komme nur gerade ganz zufällig aus genau dieser Richtung. Tja, da werde ich mich nicht so einfach rausreden können. Müssten wir also den Trupp wieder platzieren. Wo war denn? Genau, das Ding suche ich. Das macht mir nämlich ein bisschen Sorgen. Nicht, dass ich dann auf einmal das ganze Lager hier in der Ecke stehen habe. Das möchte ich vermeiden. Lichter löschen. Ach Leute, hier zieht aber auch ein Lüftchen durch. Da müsst ihr mal was machen. Da erkältet man sich doch. And now you dare to question me. I didn't mean nothing by it. So, gehen wir das jetzt an. Ich schlage vor. Der gute Junge hier, der stellt sich mal ins Eckchen. Schaffst du es? Ja, du packst das. Nein, packt er nicht. Schäme dich. Hände über dein Haupt. Dann. Karlak. Du wanderst mal darüber. Liegt da eigentlich was drin? Nix. Gut. Und dann. All's well that ends. Gesprächsführer. Kann sich schon mal aufstellen. Und Lessel? Tja, was machen wir mit dir? Du haust auf das Kügelchen. Da müsste man jetzt den Moment abpassen. Wird schwierig. Naja, gut. Darf ich euch mal unterbrechen? Report and make it quick. Organizing these creatures tests my patience. Ja, ich habe auch nicht mehr die Nerven dafür. Allerdings bringe ich schlechte Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Tja, der Gefangene ist geflohen. These creatures have failed me again. I will deal with those responsible later. Did he tell you where his friends are hiding before he fled? Genau, die Goblins, die waren schuld. Meine Hände sind rein. Tut mir leid, ich habe nichts aus ihm rausgekriegt. Hab alles gegeben. 150%, mindestens. Perhaps. But your thoughts are troubled. Show me everything you have seen. Her mind enters yours, a splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. Da wird nichts aus meinen Gedanken herausgelesen. Erzieh dich. Oder? Naja, Täuschung soll's ja auch manchmal bringen. Vage Erinnerungen an den Hain mit Bildern. Halb vergessener Orte. Das ist alles, was du sehen darfst. Oh, 15. Jetzt stehen die zu weit weg. Ich glaub's ja nicht. Ja, klassischer Fall von dumm gelaufen. Nochmal Inspiration. Oh, ich hab doch nur noch 3. Nö. Your thoughts are veiled. Why do you protect these devilkin? Beschützen? Gute Dame, ihr müsst euch täuschen.
Es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Und die hätten wir jetzt. Sie sind unschuldig und werden durch meinen Eid beschützt. You defy me! You defy the absolute traitor! Okay, von ganz hinten kommen sie auch. Ja, hat ja super funktioniert. Aber bevor noch mehr kommen, ja. Swift and lethal. Du schaffst das. Du darfst gar nicht. Time to push my luck again. Sehr blöd. Another day, another fight. 3 Punkte. Da wäre viel mehr drin gewesen. In den Abgrund. Naja. Leider nicht drin. Da darf der Nächste mitmachen. I will ascend. Wieso denn die beiden noch nicht? Let's turn someone inside out. Nicht genug Initiative oder was? Ist ja fürchterlich. Weg mit dem Spähauge. Genau so wird das erledigt. Haben es alle gesehen? Rotzack. Do the unexpected. Durchbringen wir jetzt aus dem Gleichgewicht. Eins, zwei, drei Bogenschützen. Ach, wenn ich die alle da hinten in die Ecke reinrücken würde, dann müssten sie sowieso runterkommen. Gut. Oh, auch ein Goblin-Boss. Und auch ein Goblin-Boss. Burga. Schießen? Schießen. Mach mal. Den da erstmal weg. Wie weit kommen wir noch? Mit dem Sprung würde ich mich selbst schädigen. Lassen wir mal lieber sein. So dicht. Beisammen will ich aber auch nicht stehen. Oh, bis dahin kommst du. Hab's doch gesehen. Komm, wo war's? Gib's mir, zeig's mir. Schöne Pose, aber leicht hinderlich. Dafür gibt's jetzt einen entwaffnenden Angriff. 51%. Was soll ich noch dazu sagen? Mit Steinen auf mich geworfen. Was sind denn das für Moden? Tja, das hättest du dir noch mal überlegen sollen. Wer wegläuft, wird bestraft. Könnte mir ja eigentlich noch ein bisschen Schaden drauf geben. Da gehen wir schon mal ran hier. Ach so, darf ich nicht selbst sein? Oh, ich meine. Die können ja auch was draus machen. Und nu? Ein Tränkchen noch. Von hinten. Keine Ehre. Ich könnte.
die Brücke geht nicht kaputt. Oder? So, da hab ich doch den besseren Überblick. Was schleudern wir euch denn darüber? Weil das Ilmater? Bisschen was mit Flächenschaden wäre ganz schön. Ja, klassischer Feuerfall. Ja. Reicht gar nicht. Ja, das kann ich mir dann auch sparen. Wenn, dann müssen mindestens zwei drin stehen. Einfach so jetzt hier, komm. Und dann nochmal auf sie hier. Wir wollen es ja nicht in die Länge ziehen. Fang das mal weg. Und tschüss, gute Nacht. Da wird's ganz schnell ganz dunkel. Ein One-Hit-Wunder. Bin schon ganz sprachlos. Ja, ich weiß, dass ich keine Kontrolle habe. Victory awaits. Das braucht ihr mir nicht noch auf die Nase zu binden. Und nun? Doppelschlag? Zieh ich beide? Oder nochmal den Entwaffnenden versuchen? Jetzt zeig mir, dass es auch mal klappen kann. Ja. Und noch ein Bonusangriff. Ein Lebenspunkt hat die nur noch. Na, das war doch mal eine Runde. Muss ich dann später im Lager aber massiv Bonuspunkte auf Lesels Konto verteilen. Ein Tränkchen. Ein Schlag von hinten. Und dann müssen wir nur noch die Gesellen darunter holen. Einmal in die... Hoppala. Hatte ich wohl gerade Tomaten auf den Augen. Aber nur ganz dünne Scheiben. Wieder nur ein Lebenspunkt. This way. Hast du zufällig gerade was bei dir? Hat sie nicht. The Dance Macabre. Ich hab nur ein Alchemistenfeuer. Geht das mit rechten Ding zu? Oh ja. Ach so, darf ich ja wieder nicht. Ich hatte vergessen. On the move. Adlerauge nehmen. Nimmt keinen Schaden. Der Schweinehund. Genau, schön dazustehen.
Und Nummer 3 bitte auch noch. Wahrscheinlich mehr. Nach vorn mit euch. Step quick. Wir ändern die Taktik. Respekt. Adlerauge Eve. Ich mache große Augen. Ach so, der hat ja keine Buffer. Dann zerfleisch ihn. Wenn du es könntest. Geh fort. Kreatur des Bösen. Klettert er wieder hoch? Hat er Angst? Was ist denn jetzt los? I'm ready. Wo ist das eine? Das hätte ich ganz gern. Ach, jetzt hat sie es doch bekommen. No. Go for the throat. Vielen Dank auch für die verspätete Info. 70. Magnificent. Rums. Einer weniger. So, ist ja gar keiner mehr da. Dann musst du nach vorne. Be quick. Time to strike. Dann du. Auf ihn. Taste my fury. There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Echt? Ich schaue mir noch viel mehr an. Allerdings. Ja, es ist wieder passiert. Need some oil over here. Willkommen zurück. Is that blood? Waren ja zum Glück keine ernsteren Schäden. Ergoldete Truhe. Wasserfunkler. Wasser elektrifizieren. Wenn der Träger beim Kampf in Wasser steht, wird er elektrifiziert. Wasserfunken. Wenn der Träger seinen Zug auf einer elektrifizierten Oberfläche beginnt, erhält er 3 Blitzladungen. Ja, gut. Eingepackt und verschickt. Wegskarte. Elegante Federstriche stellen eine Karte der nahen Umgebung dar. Die Goblinhöhle ist unauslöschlich. Mit grünlicher Tinte markiert. Das Wort Cheontar schlängelt sich unten entlang, wo der größte Fluss seinen Lauf hatte. 3 zusätzliche Orte waren markiert. Karawane, Goblins, ist nordwestlich des Lagers zu lesen. Zollhaus, Knolle, steht ganz im Norden geschrieben. Wald, Vorräte, steht über einem Pfeil, der in den Wald zeigt, direkt östlich vom Lager. Darunter steht in kleinen Buchstaben zwischen dem Lorbeer. Zwischen dem Lorbeer. Muss ich mir mal merken? Tue ich sowieso nicht, wissen wir alle. Na dann mal her. Mit dem ganzen, ganzen Kram. Ja, dann nehme ich mir mal den raus. This one is a true soul parasite. It can enhance you. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how. Weiß ich das?
Kann er mich stärken? You are not ready. That's all right. But try to overcome this resistance sooner rather than later. It will make things much easier for you. Was heißt hier nicht bereit? What to do? Ich bin schon längst überfällig. Hey, good looking. Na gut. Nehme ich das noch? Nehme ich das alles noch? Da waren es nur noch zwei Anführer. / Anführerinnen. Ja, da hatte ich ja bereits geschaut. While I'm at it. Zur Beute. Och, nichts drin. Natürlich auch nichts drin. Wieso trägt sie das eigentlich? Auch hätte ich sie als Gefährtin gewinnen können. Das deute ich jetzt daraus. Auch egal. Weg ist weg. Da kann man nichts mehr machen. Ganz normale Handschuhe. Ganz normale Freizeitkleidung. Wie sieht's denn aus? Nur mal so? Ach, du musst die Rüstung weg. Ja, nein, na gut. Binnenlyra. Auch ans Lager. So, jetzt geht's los. Wir hätten die Stiefel des Schreitens. Fokussierter Schritt. Wenn du einen Zauber wirkst, der Konzentration erfordert, erhältst du einen Zug lang Wucht. Während du dich konzentrierst, kannst du nicht umgestoßen werden, sodass du liegend bist und nicht gegen deinen Willen bewegt werden. Das sehe ich jetzt eher als negativ. Spinnenseitenrüstung. Leichte Rüstung. Du erhältst einen Bonus von +1 auf Heimlichkeitswürfe. Vorteil bei Rettungswürfen. Konstitutionswürfen. Nimm das mal ganz kurz. Und hier Xyanide. Du kannst einmal pro kurzer Rast ein Ziel 2 Züge lang in Feenfeuer hüllen, wenn dein Angriff gegen es scheitert. Waffenverzauberung +1. Eins. Kannst du nichts damit anfangen? Kann er nicht. Dann schick's gleich mal ans Lager. Was war das? Achso, gut. Kann auch direkt weg. Du kannst das Schlüsselchen gleich an den Schlüsselbund, da wo es hingehört. Die Münzen bekomme ich. Dass es nochmal alle wissen. Nichts dabei. Nur meine Leute. Trust no one. Bisschen besser ist das schon. Nimm ich. Alright, what now? Zeig ich. Was denn hier? Ach, von der Sphäre. Wo ist das denn jetzt wieder hin verschwunden? Oder liegt das? Tatsache.
alchemistische Zutat. Kombiniere drei davon, um ihre Essenz zu extrahieren. Elixier der Dunkelsicht. Och genau, jetzt. Also jetzt mal. Alles auf den Tisch gepackt. Alles extrahieren. Aha, neue Rezepte. Ja. Mächtige Heiltränke. 8 Stück. Wären machbar. Flaschen brauche ich keine. Sehr gut. Du musst nichts eingekauft werden. Gegengift, Geschwindigkeit. War das nicht? Wartet mal. Keep a blade close. War das nicht der Trank, wo ich 2 Aktionen ausführen kann? Innerhalb eines Kampfes? Ach, ich bin ja so vergesslich. Habe ich überhaupt noch was davon? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Kann ich doch gleich drin bleiben. Wo will ich denn nur wieder hin? Resistenz Feuer, Resistenz Gift und Elixier des Blutdursts. Das war auch nicht übel. Warum geht kein Alchemistenfeuer? Feuerbernstein. Kein einzigen. Beschichtungen für die Waffe. Okay. Salze, Essenzen, Asche, Vitriole und Suspensionen. Das sind dann die Ingredienzien für die Tränke. Gut. Da könnte man sich doch mal zukünftig ein bisschen was zusammenmischen. Ach, verdammt. Das war nicht mehr möglich. Was stöhnt ihr denn alle wieder rum? Light on my feet. Nix. Oder hatte ich die schon? Ich glaube, die hatte ich alle schon mitgenommen. Ach, ich Hans Wurst wieder. Wo geht's da hin? Ja, ich gehe gleich hin. Und noch einer. Ich werde nicht mehr. Andere Seite kommen wir auch noch hin. Das darfst dann gern du nehmen. Einmal in die Hand und einmal ins Lager. What to do? Das wäre das eine. Moving in. Ach, muss ich springen? Das soll nicht das Problem sein. Kann ich von hier seine Kette abschießen? Könnte die Käfigtür aber öffnen. Er glaubt ja nicht an die Absolute. Falle! Gift, oder? Ist das Moos? Ist nur Moos, sonst nix los. Silberglas,
silberner Tortenständer. Wahnsinn! Was ein Fund! Mensch, dann kann ich mich ja jetzt in die oberen Kreise einreihen. Oh, Hase. Dann spring hin, du Hase. Auch einen. Auf der anderen Seite noch. Was höre ich da? Da ein Pfeil rein oder ein Feuerball runtergeschleudert. Komm ich da vielleicht nicht sogar auch hin? Kommen, aber nicht wieder raus. Nur durch die Tür. Behalten wir mal im Hinterkopf. So, die andere Truhe war da drüben. An die arme kleine Brieftaube dran binden. Bis hierhin. Da ist Schluss. Andersrum geht's auch nicht. Gut. Aber. Achso, da muss ich wieder springen. Was jetzt? Da passt jetzt nicht mehr viel rein. Hier oben nicht mehr. Ach so. Hätte man auch ganz sneaky von hier machen können. Eingestürzter Korridor. Still alive. Andere Seite. Ach, könnte das der. Stimmt, da war ja noch ein mit Geröll versperrter Zugang, Durchgang, wie auch immer. Tja, da bleibt jetzt eigentlich nur noch. Das Gespräch mit der Goblin-Priesterin. Und dann müssen wir den Mann da hinten in kurzen Shorts noch umboxen.
Könnte ich euch da ja gleich stehen lassen, oder? 1, 2, 3. Ich meine, so viel sind da unten ja auch nicht mehr. Kommt mal runter. Ist jetzt sowieso Schluss. Da mache ich doch lieber noch meine Tasche leer. Shove up! Das war hier drüben. Wenn mich nicht alles täuscht. Wow. Da bin ich wieder da. Need something else? Dein Gold. Vom Apfel. Ach so, ich konnte ja nicht. Ach gut, Leute, wisst ihr was? Ja, wisst ihr, was ich vorhab? Den ganzen Kram hier. Ja, ist gut. Den verscherbel ich. Pleasure. Und wir sehen uns dann am nächsten Mal genau an dieser Stelle mit leeren Taschen wieder. Für heute war's das und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.